Heute fahre ich nach München, das sind etwa 3 Stunden Autostraße und 150 Kilometer. Ich gondle in das weiß-blaue bayerische Voralpenland. Ich zeige das nur deshalb, weil kein Verkehr ist. Es ist Sonntagvormittag. Auf dieser kleinen Karte sieht man, wo ich mich im Münchenzentrum bewegt habe. Zuerst einmal rot eingekreist der Campingplatz Thalkirchen, sehr groß. Sehr schön an der Isar gelegen, kostete 27 Euro, war der teuerste Campingplatz meiner Zeitreise. Von dort aus habe ich mich zuerst mal mit dem Fahrrad fortbewegt und habe den Millauer Weg gesucht und gefunden. Dazu gibt es später Fotos. Und ich habe mich auch zu Fuß fortbewegt. Ich war im Park, im Tierpark Hellabrunn. Hier eingezeichnet die blauen Linien. Die grünen, das mit dem Fahrrad, und die dunkelblauen, die Anfahrt mit dem Bus. Ich fahre also mit dem Fahrrad zum Millauer Weg. Warum Millauer Weg? Nun, wer es bisher noch nicht weiß, mein Nachname ist Millauer und ich versuche herauszufinden, was es mit diesem Millauer Weg auf sich hat, weil ich kenne überhaupt keine Beziehung von mir zu diesem Weg in München. Der Name Millauer wird übrigens auch morgen noch eine wichtige Rolle spielen, wenn ich nach Bad Feilenbach fahre. Es ist eigenartig, seinen Namen auf einem Straßenschild stehen zu sehen. Ich fahre in eine kleine Straße, etwa 200 Meter lang, nur rechts einige Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Auf der linken Seite steht sie, die Millauer Villa, neu erbaut, mit feinsten Eigentumswohnungen, die oberhalb der Preisgrenze liegen, die ich mir leisten könnte. Eine sehr gute Wohnlage. Leider gehört mir diese Villa nicht. Welcher entfernte Vetter von mir wohl den Namen für diesen Weg, für diesen Millauern Weg hergegeben hat? Ich weiß es nicht. Ich fahre weiter mit dem Fahrrad und besuche den Tierpark Hellabrunn. Es ist Sonntagnachmittag, schönes Wetter und halb München befindet sich im Tierpark. Die Tiere dort haben aber offensichtlich gerade Mittagspause. Es ist heiß und sie haben sich zurückgezogen. Man sieht kaum Tiere im Zoo und das ist natürlich etwas merkwürdig. Ich bin enttäuscht, mache mal das ein oder andere Foto, aber so wirklich interessant war dieser Ausflug nicht. Nun, ich fotografiere wenigstens das, was es an Tieren zu sehen gibt. Und wenn es nur ein Wheaton Soft-Coated Terrier gibt, den ein Frauchen hier im Park spazieren führt. Ich gehe zurück an die Isar, die ist ja nur wenige Meter entfernt und führt zurzeit ziemlich viel Wasser. Familienausflug an die Isar am Nachmittag, am Sonntag ist wohl in. Überall wird gegrillt, man liegt in der Sonne und genießt das schöne Wetter. Auf der Isar kann man auch surfen, wer hätte das gedacht? An einer bestimmten Stelle wurde eine künstliche Staustufe eingerichtet, die eine Welle erzeugt. Und auf dieser Welle wird gesurft. Rechts und links des Ufers stehen die Surfer mit ihren Brettern und warten darauf, dass sie drankommen. Dann wird 2 Minuten, vielleicht auch nur 1 Minute, jedenfalls solange man auf dem Brett stehen kann, die Welle geritten und dann wird sich zurückfallen lassen ins Wasser. Der nächste kommt dran. Ein bisschen müde bin ich dann zurück auf dem Campingplatz, auf meinem Stellplatz, aber es gibt noch viel zu sehen. Tolle Motive tun sich wieder auf. Hunde haben es mir heute offensichtlich angetan. Diesmal ist es ein Mops.